Hallo bei nathanaelfolke.de, wieder mit einem Minutenpraxistipp. Ich arbeite mit Lightroom und habe hier schon einmal ein Foto ausgewählt. Hier war das Problem, durch die unterschiedlichen Lichtquellen, Tageslicht von oben, Kunstlicht von überall von den Seiten her, kam es zu dem Fehler der chromatischen Aberration. Ich nehme dazu mal einen Ausschnitt. Hier dieses weiße Schild, wenn ihr das jetzt betrachtet. Ich habe das jetzt gerade schon korrigiert und wenn ich das jetzt rausnehme, dann sieht man, das ist ganz leicht nur, aber man sieht hier so einen grünen Schimmer. Nochmal die Korrektur rein, der grüne Schimmer ist weg. Das bedeutet hier zum Beispiel, dass das grüne Licht nicht genau wie das andere Licht auf den Sensor aufgetroffen ist. Probiert es mal aus bei euren Fotos mit der chromatischen Aberration. Vielleicht könnt ihr da noch einen Tick mehr aus euren Fotos herausholen. Viel Spaß beim Bearbeiten und bis zum nächsten Mal.